Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer neu auf meinem Kanal ist, mein Name ist Frau Tede und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video werde ich über meine Haarroutine sprechen, wie ich mein Haar pflege und was ich alles genau dafür mache und wie man langes, gesundes und volles Haar bekommen kann und wie man natürlich auch die Haare in 13 Tagen 1 cm lang wachsen lassen kann. Ich weiß nicht genau, wie ich das euch sagen soll. Und ja, ich werde euch heute genau darüber aufklären und euch meine besten Produkte zeigen und die Produkte, die ich wirklich euch ins Herz lege, wobei ihr gar nichts falsch machen könnt. Alle Produkte, die in diesem Video vorhanden sind, will ich vorerst sagen, sind nicht gesponsert und außer zwei Produkte habe ich geschenkt bekommen. Zwei Produkte. Der Rest ist komplett, habe ich selber gekauft, selber getestet und sind meine eigenen Erfahrungen, die ich euch mitgeben möchte auf eure auf euren Haarweg. Nein, Spaß. Also beiseite. Vorerst möchte ich euch noch kurz aber etwas zeigen. Und zwar, es ist Anfang des Jahres und wir bekommen alle unsere Steuern. Und ich möchte euch eine Firma vorstellen. Und zwar sind das Treuhändler, die euch helfen, damit eure Steuern halt geregelt sind, sauber sind und alles kompakt ist. Und ich bin immer sehr offen und ehrlich mit euch Leute, dass ihr das wisst. Ich hatte letztes Jahr Probleme mit den Steuern. Also ich habe nicht Steuern dazu so gemacht, wirklich nicht. Aber es gibt sehr missgönnerische Menschen auf diesem Planeten. Was wollen wir tun? Können wir nichts dagegen tun? Und daher hatte ich wirklich recht Mühe und Probleme. Und ich wusste einfach irgendwie voll nicht, was ich machen soll, Leute. Und ich bekomme eine Krise und sofort Angst. Also, weil ich möchte immer, dass alles sofort erledigt ist, dass alles fertig ist und dass ich mir nicht irgendwelche Gedanken noch zu viel machen muss über das, das oder das. Und ja, ich wusste einfach nicht mehr weiter. Wie soll ich das selber auch machen? Wir geben normalerweise meine Steuern, normalerweise gebe ich meine Steuern weiter und jemand macht sie für mich, aber jetzt halt nicht wirklich ein Treuhänder. Und ja, so kam ich dann zu dieser Firma. Und zwar werde ich euch es unten hier jetzt einblenden, der Name der Firma. Und zwar heißen sie MKI Group. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Und diese Firma hilft mir jetzt mit meinen Steuern und vor allem, da ich hier eine Einzelfirma habe, helfen sie mir auch, damit alles sauber ist. Also wirklich, damit kein Fehler unterläuft. Bei denen kann ich mich auch jederzeit melden. Ich kann jederzeit Kontakt aufnehmen. Es ist immer jemand für mich da. Und ich möchte euch diese Firma von Herzen empfehlen. Ich empfehle euch nur Dinge, mit denen auch ich wirklich zufrieden bin. Und ich bin sehr zufrieden. Sie haben mir letztes Jahr, also ich bin richtig dankbar, dem ganzen Team der Firma, weil sie haben mir voll aus der Patsche geholfen und ich war so erleichtert, als das dann alles gemacht war und alles geregelt war und alles wieder sauber war und in Ordnung war. Und ich finde, man sollte die Steuern einfach immer sauber, korrekt und gut ausgefüllt haben. Aber wenn man sie jetzt eben, wie gesagt, nicht selber ausfüllt, dann von jemandem, dem man vertrauen kann, die ehrlich zu dir sind und die das auch wirklich korrekt ausfüllen. Und ich habe jetzt dort meine Treuhänder, die das Ganze für mich übernehmen, mir jederzeit helfen und ich auch wirklich jederzeit Kontakt, wie gesagt, Kontakt aufnehmen kann. Und ich werde euch jetzt kurz noch vorstellen, was bei denen alles so, also die machen halt verschiedene Sachen, die MKI Group. Ich werde euch aber jetzt gleich im Bildschirm dann unten alles einfügen, weil es ist ein wenig kompliziert, wenn ich es auf dem Handy immer zeigen muss. Und zwar haben die verschiedene Dienstleistungen. Das wäre einmal der Treuhand, Steuerberatung, Versicherungsberatung und Wirtschaftsprüfung und Recht. Also sie können dir eigentlich bei sehr vielem helfen, vor allem gerade wenn du halt selbstständig bist, selbstständig werden willst, können sie dir bei allem helfen. Eigentlich allem, was Geld, irgendwelche Steuern und das ganze Zeug angeht. Ich persönlich, Leute, ich möchte mit dem nichts groß zu tun haben. Ich möchte das Zeug erledigt haben und gut ist. Und daher bin ich sehr, sehr, sehr froh, die an meiner Seite zu haben und von ihnen unterstützt zu werden bei der ganzen Sache. Ich finde das extrem wichtig, dass man einfach da gute Leute hat, die das recht fein machen.
Und ich zeige euch ganz kurz, sie haben zwei Unternehmen. Eines ist in Gossau und eines ist in Zürich. Ihr könnt auch Kontakt aufnehmen und das Ganze anschauen, euch beraten lassen. Also ich hoffe, ich muss nie mehr ohne die, weil ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Und würde ich nicht zufrieden sein, würde ich euch das niemals empfehlen. Ich nehme keine Kooperationen oder irgendwelche Zusammenarbeiten oder irgendwelche... Ich gebe euch keine Empfehlungen, wo ich denke, nein, echt nicht. Ich bin da ganz offen und ehrlich mit euch. Wie gesagt, ihr könnt mich jederzeit anschreiben, mich über die Themen, die ich euch hier bei YouTube oder bei Instagram empfehle, könnt ihr mich wirklich immer anschreiben und ich werde euch dann ganz offen und ehrlich meine Meinung dazu sagen. Ich werde euch nicht hinters Licht führen oder euch irgendwelche krummen Sachen andrehen. Würde ich nie machen, so bin ich nicht. Und ja, das war jetzt mein kleiner Input zu dem. Ich werde aber definitiv noch ein separates Video nochmal darüber drehen und euch die Einzelheiten sagen. Also die sind super, sie sind loyal, man kann ihnen vertrauen, jederzeit für einen da. Und genau bei solchen Sachen wie bei den Steuern braucht man solche Leute, die das für einen regeln. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich ins Video und machen weiter. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt oder so, aber ich finde, ich möchte euch etwas immer mitgeben bei jedem Video, was ich für euch filme. Und bei diesem Video möchte ich euch zwei Dinge mitgeben. Und zwar auch mit dieser Firma. Ich bin einfach begeistert, Leute. Ich glaube, man merkt es mir an, wie begeistert und wie glücklich und zufrieden ich mit dieser Firma bin, dass ich diese Treuhänder an meiner Seite habe. Und ich habe einen krass trockenen Hals. Okay, let's go. Wie gesagt, alles zu dieser Firma werde ich unten in die Bio setzen. Dann könnt ihr alles nochmal komplett durchschauen, draufgehen, Kontakt aufnehmen und losstarten. So, wir fangen gleich mal an mit meiner Haircare-Routine. Wie ihr sehen könnt, ich weiß nicht, wo wir sind, ich habe jetzt gerade Öl drauf. Kompletten Haar, Ansatz, Spitze und das jetzt fast seit knapp 2 Tagen. Ich schaue immer, dass ich das so 2 bis 3 Tage in den Haaren behalten kann. Aber jetzt sage ich ganz ehrlich, Leute, manchmal kriege ich Kopfweh. Daher habe ich auch vorher 1 Stunde geschlafen, bevor ich das Video gefilmt habe jetzt. Weil ich Kopfweh hatte, weil meine Haare so schwer sind mit dem Öl. Sie sind allgemein schon sehr schwer und jetzt sind sie einfach noch viel schwerer mit dem Öl drin. Daher schaue ich auch bei der Arbeit, manchmal fällt es mir zum Beispiel bei der Arbeit nicht auf, wenn ich 2 Tage die Haare nach oben gebunden habe. Aber was ich nicht machen kann, also nicht mehr, ist ein Roschwanz oder so. Zurzeit fällt mir das extrem schwer. So, ich rede viel zu viel. Wir starten gerade mal mit den ganz natürlichen Produkten. Mit den Naturprodukten. Und zwar starte ich mit meinen zwei Lieblingsölen, die ich für mein Haar verwende. Bei jeder Haarwasche. Und zwar ist das einmal das Rizinusöl. Ich verwende das hier. Ich verwende das hier und dieses Öl habe ich von der Apotheke und dieses Fläschchen hier, also ihr seht, es ist, wie viel ist das? 150 Milliliter, halte mir ein Jahr, 1,5 schon. Das ist recht dickflüssiges Öl und das hält euch ewig, übertrieben lange. Und dann kommen wir noch zum anderen Öl und zwar das Jojobaöl. Das ist jetzt die zweite Flasche, die ich mir schon geholt habe. Und zwar dieses Öl, von dem mache ich viel, viel, viel mehr drauf. Kommen wir mal zum Rizinusöl. Das Rizinusöl gebe ich in den Ansatz, über einen Ansatz. Und zwar teile ich meine Haare auf, mache das Rizinusöl rein und verstreiche es dann. So, ganz am Anfang. Dann nehme ich das Jojobaöl. Das Jojobaöl gebe ich in die Spitzen und in die kompletten Haarlängen rein und massiere es dann ein. Wenn ich beides auf meinem Haar habe, fange ich an zu massieren das Ganze rein, aber nicht irgendwie voll verwuschen, dass ihr Knöpfe bekommt, sondern ganz langsam einmassieren für 2-3 Minuten. Kopfüber ist eigentlich viel, viel besser, weil es regt halt die Durchblutung an. Und wenn es die Durchblutung anregt, verschnellert das nochmal den Haarwuchs. Ich mache es meistens zuerst oben, dann gehe ich kopfüber, mache es kopfüber, massiere ich es in die Haare rein und dann, wenn ich die Haare wasche an dem Tag, mache ich es nochmal für 2 bis 3 Minuten.
So, ich lasse diese zwei Produkte lasse ich in meinem Haar für 2 bis 3 Tage. Wenn ich aber jetzt weiß, es geht nicht, ich muss irgendwo hin, ich muss die Haare schneller waschen als eigentlich gewohnt, dann lasse ich es eine Stunde bis 5 Stunden im Haar oder nur einen Tag oder nur über Nacht. Also es könnte so ein wenig variieren, wie es euch zeitlich passt, aber schaut, ich habe jetzt meine Haare ja so gebunden. Es sieht gepflegt aus, man könnte jetzt hier die Haare noch so aufdrehen und dann hat man schon so, hat man schon diesen cleanen Look. Und ich finde es voll schön, ich mag einfach, wenn die Haare so geölt sind, möchte ich sie schön glatt haben überall, schön gepflegt binden. Und dann möchte ich einfach dieses natürliche Gesicht, so ohne Make-up, ohne nichts. Und ich mag das irgendwie voll, keine Ahnung. Und was beim Rizinusöl ist und beim Jojobaöl, es hilft natürlich, also beim Jojobaöl merke ich, es ist übertrieben für trockenes Haar. Jojobaöl ist ja auch für trockene Haut. Für riesige, strapazierte Haut. Das könnt ihr somit für euer Körper, Gesicht und Haare verwenden. Und ich mache das auf mein Gesicht manchmal, wenn ich trockene Haut habe, was ich selten habe. Und auf mein Haar jedes Mal. Ich vermisse es schon fast, wenn ich es nicht reinmache. Und das Rizinusöl hilft euch für die Dicke des Haars. Es hilft für Babyhaar, es hilft euer Haar voller zu machen. Ihr könnt es ja an die Augenbrauen machen oder an die Wimpern. Ihr könnt es wirklich komplett verwenden. Und ich sage euch jetzt etwas. Ich habe im einen Video habe ich auch, ich habe einen strengen Rochschwanz und der sieht strenger aus, als er eigentlich ist. Ich mache meine Haare nie krass streng nach hinten. Aber dadurch, dass dieses Öl so dickflüssig ist, ist es wie ein Haarschäl. Ein perfekter Haarschäl. Und das macht alle Babyhaare und alles komplett, was ihr persönlich nicht sehen wollt, macht es nach hinten. Und es pflegt euer Haar sogar noch. Ich verstehe manchmal gar nicht, warum man überhaupt noch so viel Haarspray und alles Zeug verwendet. Haarspray nicht gut für euer Haar ist. Weil ich, also zu meinem Coiffeur sage ich immer kein Haarspray. Ich mag das einfach nicht, außer sie macht mir eine Frisur, dann schon. Aber sonst mag ich Haarspray überhaupt nicht, weil ich einfach finde, es macht dann das Haar so wie freezy, so trocken, also es sieht extrem trocken aus. Und mit diesen zwei Produkten wird euer Haar voller, dichter und gesünder wachsen. Das verschnellt das Ganze nicht so krass, aber ein wenig. Jetzt kommen wir zum Produkt, das jeder hypt. Aber ich schon so richtig krass lange verwende, ist das Reiswasser. Ich habe hier das Reiswasser heute gekocht. Hier drin ist es. Ich werde es dann morgen hier reinfüllen und mir komplett Ansatz wie in die Spitzen reinspritzen. Und wenn ich es reingemacht habe, ich lasse es drin. Ich wasche es nicht aus. Wenige waschen es wieder aus. Ich lasse es komplett drin. Und mache es dann die nächsten Tage jeden Tag rein in mein Haar. Immer am Abend oder am Morgen. Ich lasse zurzeit immer meine natürlichen Wellen, Locken, was auch immer das ist. Und daher ist es perfekt, weil ich somit jeden Tag mein Haar wieder frisch aussehen lassen kann, wenn ich es reinspritze und automatisch noch ein wenig knete, vielleicht ein wenig föhne. That's it. Ja, so viel zu denen. Und jetzt kommen wir zu Thema Haarausfall. Haarausfall ist ein Riesenthema. Ich merke jedes Mal, wenn ich beim Coiffeur bin, wie viele Frauen Haarausfall haben. Und ich finde das schon recht krass, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das schockierend, weil ich das irgendwie auch voll traurig finde. Keine Ahnung, weil jede Frau, also ich denke, wir Frauen sind doch alle so, dass für mich ist mein Gesicht und mein Haar extrem wichtig, so auch wie meine Figur. Ich achte halt voll auf das und ich denke, für uns alle spielt das so eine große Rolle in unserem Leben. Keine Ahnung, vor allem gerade das hier. Mir ist mein Aussehen extrem wichtig. Ich muss mich dafür auch nicht schämen oder so, das zu sagen. Weil ein paar sagen, ja, voll aussehen, fokussiert, all das. Nein, nicht mal so. Leute, ich
achte krass auf Pflege. Ich nehme mir krass viel Zeit für meine Haar- und Gesichtspflege, weil es mir einfach extrem wichtig ist. Und soll jeder sagen, was er möchte, wenn der andere sagt, nee, ich habe gar keine Zeit dafür. Gut, das ist immer Kopfsache. Hat man Zeit dafür oder nicht? Also schlussendlich haben wir genügend Zeit in unserem Leben. Wir wollen einfach nicht. Und genauso, Leute, ihr macht jeden Tag etwas, wobei ihr eure Disziplin beweisen müsst. Jeden Tag. Jeden Tag ist etwas Kleines, was euch zeigt, habt ihr die Disziplin dazu oder nicht. Das gleiche ist mit dem Training. Leute, jeder kann euch sagen, ich hätte schon lange diesen Körper, wenn ich ins Training gehen würde. Ja, dann geh mal. Und genau das gleiche ist es mit dem Haaren. Ich gebe so vielen, und das macht mich manchmal irgendwie traurig, so vielen gebe ich meine Tipps weiter, was ich mache für mein Haar oder für meine Haut. Und dann irgendwie nach 2, 3 Tagen sagen mir die Person, nee, ich mag es trotzdem nicht. Ich habe keine Lust dazu oder weiß auch nicht, ich habe die Zeit dafür nicht. Und das finde ich dann richtig, richtig traurig, weil ich denke, oh Mann, ich hätte so gerne deine Ergebnisse gesehen. Ich hätte so gerne gesehen, was es bei dir bewirkt. Und ich bin ein Mensch, ich sehe das halt voll gerne. Keine Ahnung, ich liebe es, meine Tipps euch weiterzugeben. Daher mache ich jetzt auch dieses Video, weil ich einfach sehen möchte, was es bei euch halt so bewirkt. Und jeder, der mich kennt, jedem sage ich Rizinus und Jojobaöl für volles, langes, gesundes, dichtes, schnell wachsendes Haar. Die sind so günstig, Leute. Ich habe für das irgendwie 20 bezahlt und für das irgendwie 9 Franken. Und jeder war für niemand. Niemand ist ehrlich mit euch. Niemand. Weil ihr alle wollen, dass ihr nur die teuren Produkte kauft, die Parabene drin haben, oder wie die heißen, wie Silikone drin haben, was alles schlecht für euer Haar ist, was gar nicht in eine Haarpflege reingehört. Und die drehen euch das Zeug so krass an. Und mit diesem Video möchte ich einfach richtig ehrlich mit euch sein und einfach mal sagen, hört auf, dieses Zeug zu kaufen. Spart euer Geld irgendwo und geht euch etwas anderes kaufen. Kauft Essen damit, das ist lebensnotwendig. Und nicht irgendwelche Produkte, und dann habt ihr irgendwie 3 Produkte und seid in der Kasse und zahlt 150 Franken, zahlt aber alleine schon für die Haarfärbung 350 Franken. Wo wir jetzt schon beim Zuhören und beim Erzählen merken, dass das einfach nur schwachsinnig ist. Es bringt es nicht. Es gibt gute Produkte, es gibt aber auch die ganz schlechten Produkte, die euch der Coiffeur nur andrüllen möchte. Und irgendwie sagt ihr dann, ja, mein Haar fühlt sich gut, weich an, alles, aber es bricht mir trotzdem ab. Ja, weil zu viel Pflege, zu viele von all dem Zeug schadet eurem Haar. Nicht die natürlichen, sondern die chemischen. Und daher gehen wir jetzt mal rüber zu dem Haarverlust. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass das ein Wundermittel, dieses Öl hier, dieses Karottenöl hier für 9,90 Franken ist ein Wundermittel gegen Haarausfall. Viele wissen das überhaupt nicht. Ich meine, ich habe das vor ein paar Monaten selber nicht gewusst. Ich denke so, hey, Karottenöl, ja, vielleicht zum den Körper eincremen oder zum sich sonnen oder so. Karottenöl ist ein Wundermittel für euer Haarausfall. Ich habe auch dieses Haarserum hier. Und wenn ich das mache ich circa 2-3 Mal im Monat. Das mache ich jetzt nicht so oft wie Rizinusöl mit Jojobaöl. Das mache ich bei jeder Haarwäsche. Ah, und ich wasche meine Haare einmal pro Woche, nicht mehr. Einmal pro Woche, außer ich habe irgendetwas Spezielles, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt meine Haare waschen, dann schon, sonst nicht. Einmal pro Woche, manchmal sogar alle 8 bis 9 Tage. Aber dann mit Kopfweh, weil ich zu viel Öl in den Haaren habe und es mir weh tut. Aber ich schaue immer, dass es gepflegt aussieht. Sobald es nicht mehr gepflegt aussieht, no go, Haare sofort waschen. Ja, und Karottenöl hilft euch für euer Haarwuchs und für euer Haarausfall, für brüchiges Haar, für Spleeß. Das könnt ihr in euer komplettes Haar machen. Das ist so ein Wundermittel, Leute, das hält euch ewig. Ich habe schon, also mir kommt es vor, als hätte ich schon voll viel verwendet. Die Flasche sieht aus, als wäre sie neu. Also Wundermittel. Dann habe ich noch dieses Haarserum, was ich ganz, ganz, ganz gut finde. Es ist auch dicker, es ist ein wenig wie das Rizinusöl
von der Konsistenz her, also wirklich sehr dick, flüssig. Und ich habe das halt gerade hier am Anfang benutzt und komplett, also ich mache solche Sachen, wo dickflüssig sind, immer an Ansatz. Und dann mache ich so, ich mache es drauf wie eine Hauttönung. Komplett um mein Haar abteilen. Leute, ihr habt eine halbe Stunde für das. Für eine halbe Stunde, wo euer Haar noch euer ganzes Leben sozusagen dankbar ist. Das sind jetzt mal die natürlichen Produkte. Ich schließe das Thema noch kurz ab. Aber ich sage euch auch etwas noch. Wobei ich mich auch schäme, weil ich jedes Mal so zum Koffer gehe. Ich mache immer, bevor ich meinen nächsten Termin habe, mache ich Jojobaöl rein in das komplette Haar. Einfach zum Schutz der Haare, weil ich es ja immer bleiche. Und mir ist es eigentlich egal, ob das meinem Koffer passt oder nicht. Ich entschuldige mich immer dafür. Und wenn, dann können er mich verwarnen und sagen, hey, das ist nicht gut. Aber in der Regel weiß ich auch, dass fettiges Haar bei der Haarfärbung immer besser ist als frisch gewaschenes Haar, weil es auch die Farbe viel besser und intensiver aufnehmen kann. Deswegen kann ich es euch nur empfehlen, das auch zu machen. Ich mache es auch, Leute. Also alles easy. Das ist, keine Ahnung, ich sage immer, Entschuldigung, ich habe keine fettigen Haare, sondern das ist nur mein Öl. Manchmal schäme ich mich wirklich, obwohl ich das jedes Mal mache, Leute. Und das irgendwie schon zum 10. Mal. Aber trotzdem, ich sage es einfach so, damit sie es nochmal wissen. So, jetzt gehen wir zu den chemischen sozusagen Produkten, also einfach die komplett hergestellten Produkten. Wir fangen gleich mal an mit dem Cantu und das ist der Natural Hair Split and Mender Straightening Mist. Und das könnt ihr euch so, ich kann es euch zeigen, in die Spitzen reinmachen. Und dann könnt ihr das rein, drin lassen und das hat keine Sulfate, keine Silikone, keine Parabene und ja, das finde ich sehr gut. Also mir gefallen die Cantu Produkte sehr gut soweit. Ich muss sie aber wirklich noch ein wenig länger testen, aber soweit so gut kann ich euch nur empfehlen. Die Spitzen müssen immer gepflegt sein. Dann gehen wir rüber zu dem Cantu Leave-In Conditioner. Den habe ich jetzt circa seit knapp 2 Monaten. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Leute, immer ein Leave-In Conditioner verwenden. Euer Haar braucht das. Euer Haar braucht diesen Leave-In Conditioner. Euer Haar muss dauerhaft befeuchtet sein. Und Leute, jetzt habe ich komplett etwas vergessen. Wisst ihr, warum ich immer... Ich mache viel mehr Öl in meinen Ansatz als in meine Spitzen. Wisst ihr warum? Euer Haar kann nicht wachsen, wenn es hier oben trocken ist. Euer Haar kann nicht wachsen, wenn euer Ansatz schon trocken und kaputt ist. Fangt an, eure Haarspülung, eure Haarmasken vom Ansatz bis zu den Spitzen reinzumachen. Jeder, der was anderes sagt, hört nicht. Macht einfach. Hört auf mich. Ich bin der Beweis, dass euer Haar wachsen kann. Schaut mal, wie lange meine Haare schon sind. Und ich habe sie jetzt sogar hier hinten noch zusammengebunden. So, meine Haare sind wirklich bis unter der Brust hin. Und ich schneide sie jeden 2. bis 3. Monat an Vollmond, schneide ich mir immer die Spitzen durch. Immer. Und euer Haar wird nach 2 Wochen genau wieder die gleiche Länge haben. Daher, ich lege es euch ans Herzen, bitte. Schaut auf eure Ansätze, die müssen feucht sein. Und jetzt gehen wir rüber zu einer Top-Marke, zu einem Top-Produkt, sorry, wo ich mir verliebt, ich werde dieses Shampoo nie mehr aufhören zu verwenden. Und zwar ist das ein ganz normales Drogerieprodukt, wo ihr überall kaufen könnt, und zwar das L'Oreal Elsève-Produkt. Ich liebe dieses Shampoo. Das hat Biotin, Vitamin B5 und Arginin drin. Was gibt es Geileres? Biotin ist sowieso für Haut, Nägel, Haar einfach der Hit. Dann hat es Vitamin B5 drin. Wenn ich mich nicht täusche, ist Vitamin B5 gut für einen Aufbau. Bin ich mir ganz sicher. Und Arginin. Ich habe eine Zeit lang L-Arginin benutzt. Ich muss jetzt unbedingt auch wieder damit anfangen. Das ist für den Muskelaufbau. Und somit baut es auch euer Haar auf. Dazu habe ich noch die Power Mask. Das ist diese hier. Und ich liebe die. Leute, ich liebe diese Maske. Ich schwöre, ich liebe die. Ich habe es jetzt auch schon zur Hälfte leer. Die ist zur Hälfte leer, wie ihr sehen könnt. Ich liebe diese Maske.
diese drei Produkte war meine beste Investition von jeglichen Drogerieprodukten. Und ich glaube, L'Oréal SF hat weitere jetzt noch mit Arganöl für speziell Lockenprodukte. Testet die aus. Von den hier, von den drei, bin ich so krass überzeugt. Wie gesagt, keine Werbung, nichts. Meine eigene Meinung zu den Produkten. Diese Produkte sind der Hit. Ich wasche meine Haare immer zweimal mit dem Shampoo. Dann während das Shampoo einwirkt, ich lasse beide Haarwäschen, lasse ich immer für zwei, also reden kann ich auch nicht mehr. Ich lasse es immer für 2 Minuten einwirken und beim zweiten Mal, wo ich 2 Minuten einwirken lasse, mache ich die Haarspülung unten ins Haar, massiere sie 2 Minuten lang unten ein, während das Shampoo sozusagen seine Wirkung erfüllen kann. Danach gehe ich raus aus der Dusche, mache das hier rein für circa eine halbe Stunde bis eine Stunde. Aber ich gebe das heute Abend schon in mein Haar, in meinen Ansatz und in die Spitzen, damit ich morgen dann nur noch das für circa eine halbe Stunde einwirken lassen kann. Und dann, that's it. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Bitte Leute, wenn ihr mich nicht versteht, weil ich möchte euch alles so schnell wie möglich, ich möchte euch alles so kompakt wie möglich und gut wie möglich erklären, aber ich habe Angst, dass ich etwas vergesse. Schreibt mir einfach. Ich habe das Gefühl, manchmal haben Leute Angst zu schreiben. Einfach schreiben, Mann. Scheiß drauf. Ich bin wie ihr, Leute. Ich habe manchmal auch Angst, jemandem zu schreiben. Wenn ich etwas wissen möchte oder irgendwelche Tipps benötigt. Und dann kommen wir zu einem richtig krassen Produkt, was mir von Savino Hairstyling empfohlen wurde. Checkout. Nein, Spaß. Die habe ich geschenkt bekommen. Und ich liebe dieses Produkt, Leute. Kevin Murphy hat einfach super Produkte für euer Haar. Sie sind recycelbar, die Verpackungen. Sie sind nicht an Tieren getestet. Sie sind vegan. Und ja, wenn ich etwas vergessen habe, ich glaube, auf der Webseite könnt ihr alles nachlesen. Und zwar ist es dieser Hitzeschutz. Und der ist wie so ein Mousse, also den muss man zuerst schütten und dann kommt der, ich kann es jetzt nicht nachmachen, ne, egal, ich möchte, kommt der wie so ein Mousse raus, so mousseförmig und dann, ja, nicht so ins Haar, aber ich muss das schnell wegmachen. Dann könnt ihr das in euer Haar machen, oh mein Gott, das riecht so gut, es riecht so ein wenig orientalisch und ich mag das voll. Und dann könnt ihr wirklich genügend in eure Hand voll machen und dann ins Haar geben, Leute. Ich habe es das zweite Mal verwendet und beim zweiten Mal habe ich mir meine Haare am nächsten Tag geglättet, habe es natürlich ins nasse Haar gemacht am Abend, schlafen gegangen, habe am nächsten Tag schon so gedacht, mein Haar, es hat so kräftig ausgeschaut, es war so richtig kräftig. Da habe ich so gedacht, okay, schon krass, für dieser also wegen diesem Schaum. Dann habe ich meine Haare angefangen zu glätten. Ey, ich kam nicht klar, mein Freund war zu Hause und ich so, ey, bitte komm. Ich so, schau dir an, wenn ich mein Haar glätte, sieht so schön aus. Es hat so kräftig und so gesund ausgeschaut. Wow, 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 wow. Dieses Produkt ist der Hammer. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsöl. Ich mag dieses Öl so krass. Ich mag sehr leichte Öle, die nicht irgendwie schwer sind oder so, wenn ich das Haar nachher gewaschen habe. Und ich liebe dieses Öl. Das habe ich ebenfalls von Savino und ich mag das. Ich gebe das jeden Tag 1 bis 2 Mal in mein Haar rein und vor allem vor dem Schlafengehen immer. Ich finde das einfach das Beste. Und jetzt fällt mir gerade etwas ein, da ich zu schlafen sage. Wenn ihr schlafen geht, müsst ihr euer Haar schützen, damit es nicht bricht mit diesen Teilen hier. Leute, sage ich eins. Es gibt nichts Bequemeres als das auf dem Kopf während dem Schlafen. Ich habe einmal in Pink, einmal in Schwarz und einmal in Farbig. Das sind die Wundermittel, damit euer Haar nicht bricht, damit ihr am nächsten Tag einfach mit seidenweichem Haar aufwacht. Und ohne Knöpfe, Leute, ihr bürstet euer Haar durch, rollt es so zusammen, so. Macht es drauf, am nächsten Tag wacht ihr auf, nimmt es weg und euer Haar ist einfach am Glänzen, am Scheinen, es ist einfach gesund. Und das ist so, so wichtig, weil Knöpfe lassen euer Haar brechen. Mit diesen passiert das nicht. Viele haben, glaube ich, auch ein Seitenkissen. Aber ich fühle mich mit dem viel wohler, weil ich irgendwie weiß, dass ich trotzdem nicht, weiß auch nicht. Ich bin so ein Mensch, manchmal falle ich dann auf die Seite so. Also, das sind jetzt echt blöd.
Aber in dem sind wir geschützt. Ja. Wir sind fertig. Ich hoffe, ich habe gar nichts vergessen, in das Video reinzupacken. Das Video ist schon viel, viel, viel zu lang. Es tut mir so leid. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses Video hat euch gefallen. Bitte hinterlasst mir einen Kommentar, einen Daumen nach oben, Like, Subscribe. Und falls ich etwas vergessen habe, ich werde definitiv, ich denke nächste Woche, meine Skincare-Routine raufladen. Und falls ich etwas vergessen habe, werde ich es definitiv doch reinpacken. Und sonst schreibt mir einfach, bitte holt euch diese Produkte und definitiv Rizinus Jojobaöl. Macht das Reiswasser in euer Haar und ihr werdet sehen, euer Haar wird gesund, kräftig und voller wachsen. Und ich kann es gar nicht abwarten, euren Kommentar zu lesen, wenn ihr es selbst ausprobiert habt. Bitte gebt mir ein Feedback, schreibt mir eine DM, lasst es mich wissen, wie euer Haar gedeiht und wächst. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.